Hallo zum zweiten Tutorial zu den Transformern. Die Implementierung übernehmen wir jetzt aus dem ersten Transformer-Tutorial und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man das anwenden kann, um tatsächlich einen Übersetzer zu bauen, der von Deutsch nach Englisch übersetzt und möchte mit Ihnen ein bisschen anschauen, wie sich der verhält und was der kann und was er vielleicht auch nicht kann. Dann lassen Sie uns mal den größeren Datensatz anschauen, nämlich den Tatoeba-Datensatz. Da gibt es in dem Helferlein-Paket eine Helferlein-Funktion, mit der man den Datensatz direkt runterladen kann für verschiedene Sprachen. Ich importiere erstmal Helferlein Canet, dann meine ganze Transformer-Funktionen. Das sind letzten Endes genau die, die ich im Tutorial gezeigt habe. Und Sie sehen, ich kann mit Get Tatoeba Corpus zum Beispiel den deutschen Korpus runterladen. Das sind etwa 200.000, etwas über 200.000 Sätze. Viele davon sind sehr kurz, nur ein, zwei Worte lang. Die ersten 20.000 lasse ich daher weg. Das sind genau diese ganz kurzen, die ich nicht haben will. Und ich pushe dafür noch meine Lieblingssätze mit dazu, wobei das nicht allzu viel Sinn hat, weil wir hier nur sehr wenige Epochen trainieren und da müssten diese Sätze in unterschiedlicher Formulierung öfters drin sein, damit er die dann auch lernen kann. Egal, ich pushe trotzdem mal mit rein. Ja, dann erzeuge ich das Vokabular und dann erzeuge ich die Tokens aus dem Vokabular und am Schluss die Mini-Batches und wir arbeiten hier mal mit Mini-Batches von 128 Größe. Größer geht nicht, weil der Speicher auf meiner GPU nicht reicht für mehr als 128. Aber das ist auch schon relativ groß für so ein Problemchen. Okay, das Ganze laden wir mal. Er lädt den Korpus runter und importiert die Sätze. Dann kommt das Training und das Training, das machen wir natürlich genauso wie beim kleinen Spielbeispiel auch. Ich baue mir zuerst meinen Transformer, ja, meinen All-You-Need-Transformer. Jetzt mit sechs Layern, jeweils Transformer und Encoder, Decoder und Encoder haben je sechs Layer. Die Tiefe relativ flach immer noch. 8 Heads, die beiden Vokabulare. Und ein ganz kleines bisschen Dropout machen wir noch damit dazu zur Regularisierung. Dann wird wieder in zwei Schritten trainiert, nämlich einmal Warm-up. Und Sie sehen, wir fangen an mit ganz, 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 ganz wenig Langrate, 10 hoch minus 9, also gar nichts sozusagen. Und ich benutze hier einfach den Learning Rate Decay vom Helferlein-Paket. Und verwende das andersrum. Ja, ich sage, mach einen Decay, was eigentlich ein Abfall ist, der Lernrate, von 10 hoch minus 9 auf 2 mal 10 hoch minus 4. Das heißt, das ist gar kein Decay, sondern das wird ja größer. Und zwar linear. Ja, Learning Rate Decay, linear gleich true heißt, es wird linear immer ein bisschen größer und zwar 20 Mal pro Epoche, also sehr, sehr häufig. Weil man muss da eben sehr, sehr vorsichtig sein und zu vorsichtig sein gehört auch, dass die Schrittgröße bei der Veränderung der Lernrate auch nicht allzu groß sein sollte. Deshalb mache ich das sehr, sehr häufig und langsam von praktisch gar nichts auf 2 mal 10 hoch minus 4 rauf. Das ganze 20 Epochen. Ja, dann kommt der zweite Teil, das eigentliche Training. Das geht dann mit einem normalen Learning Rate Decay von 2 mal 10 hoch 4 auf 1 mal 10 hoch minus 5 wieder runter. Nicht mehr ganz so häufig, das ist dann nicht mehr ganz so knifflig. Und das mache ich auch wieder wie standardmäßig mit exponentiellem Abfall. Das heißt am Anfang größere Schritte, am Ende kleinere Schritte. Und dann machen wir nochmal 60 Epochen. Okay, wir sehen hier oben, unser Datensatz ist mittlerweile geladen. Es sind 226.000 Sätze haben wir hier jetzt drin. So, das Training dauert aber ein bisschen, deshalb mache ich das jetzt nicht. Ich habe das schon vortrainiert. Ich hole mal den TensorBoard-Log hier runter und Sie sehen hier,
das Training mal gegen Echtzeit aufgetragen, damit man es ineinander sieht. In Rot, das ist das Warm-up. Und Sie sehen, selbst bei der winzig kleinen Lernrate geht der Loss hier schon ganz ordentlich runter. Dann gegen Ende vom Warm-up sehen Sie, fängt es langsam an, ein bisschen zu zappeln. Kein Wunder, weil hier ist die Lernrate dann ja relativ groß und dann zappelt der Loss so ein bisschen. Hier kommt jetzt das eigentliche Training und da geht der Loss weiter runter. Und Sie sehen, also wenn man den Verlauf des Losses ansieht, sieht es wie ein sehr, sehr schönes Training aus. Schauen wir mal auf die Accuracy und dann sehen wir auch bei der ganz kleinen Lernrate, obwohl hier der Loss schon gefallen ist, bleibt die Accuracy noch auf Null. Ist einfach praktisch kein Training, was hier stattfindet. Und dann steigt aber trotz der kleinen Lernrate, steigt das Training praktisch linear an. Und hier im eigentlichen Training, ups, das war jetzt nicht so gut, im eigentlichen Training geht es weiter und es geht am Ende, kommen wir deutlich über 90%. Ja, wir haben ja 93, fast 94% Accuracy. Also eigentlich wieder overfitted, eigentlich wieder übertrainiert. Allerdings, Sie wissen es vielleicht noch aus der Schule, Olli der Streber. Ja, und ich sage ja immer, unser neuronales Netz ist Olli der Streber. Aber Olli der Streber, der war in Latein und Französisch, war der gar nicht so schlecht. Da war er vielleicht der Klassenbeste sogar. Das heißt, genau für dieses Beispiel, eine Fremdsprache lernen, da ist ein bisschen Streben, also ein bisschen Overfitting, ist vielleicht gar nicht schlecht. Das ist vielleicht genau die Strategie, die wir hier brauchen. Und das ist auch so. Ja, da müssen wir nicht ganz so scharf aufs Overfitting achten, denn das Ding muss als erstes mal lernen, ganz wichtig. Ja, wenn es lernt, dann passt das schon mit dem Übersetzen. Deshalb können wir hier ruhig im Trainingsdatensatz relativ brutal hochgehen und wir werden sehen, wie der Übersetzer nachher funktioniert. Okay, das war nix. Ich wollte eigentlich das hier wieder weg. So, da müssen wir unseren Code sehen. Ja, hier unser Transformer nochmal in der Übersicht und hier unser Code. Also, ich trainiere das jetzt nicht, weil Sie sehen, na, Sie sehen es nicht. Schauen wir nochmal, Sie sehen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden Training etwa hier, die da dahinter stecken. Aber immerhin, ja, in 9 Stunden auf über 90%. So, das heißt, statt zu trainieren, lade ich einfach genau dieses Modell, von dem Sie gerade den Log gesehen haben. Ja, und Sie sehen dadurch, dass wir unsere Klassen doch ziemlich verschachtelt haben, da stecken eine ganze Menge Schichten drin. Ja, das fühlt sich, wenn man es programmiert, alles ganz billig und einfach aus, an, aber da stecken doch eine ganze Menge Schichten drin. Es sind praktisch alles Linear Layers. Ja? Es sind alles normale Dense Layers, die hier stehen. Es sind nur normale Matrix-Multiplikationen. Was anderes, mal ein Softmax dazwischen. Ja? Was anderes gibt es eigentlich fast nicht in dem ganzen, in dem ganzen Netz. Aber viele davon, sehr viele davon. Sehr, sehr, sehr viele davon. Okidoki. Schauen wir uns mal an, wie gut das funktioniert. Ich habe hier mal aus dem Trainingsdatensatz, vielleicht ein bisschen größer machen hier, aus dem Trainingsdatensatz ein paar Sätze mir rausgeschaut. Nämlich, das ist der Satz, den wir auch schon bei den beim RNN uns angeschaut haben. Ich höre immer gerne klassische Musik in meiner Freizeit. Und die Übersetzung dazu, die im Datensatz drin ist, I always enjoy listening to classical music when I have some free time. Und jetzt schauen wir mal, was unser Transformer aus diesem Satz macht. Er sagt, I always enjoy listening to classical music in my free time. Das heißt, das ist eigentlich eine ziemlich wörtliche Übersetzung. Ja, I always, ich höre immer, die tauscht er wieder um, richtig? Classical Music in meiner Freizeit, in my free time. Klingt soweit schon mal ganz gut. Ja, das ist einfach der Satz, den wir das letzte Mal hatten. Ich habe nicht einen rausgesucht, der besonders gut geht, sondern das ist einfach ein ganz normaler Satz. Einen zweiten Satz einfach auch blind rausgesucht. Ich weiß nicht mehr, wann ich mich morgen mit Tom treffen sollte. Und die Übersetzung, die im Datensatz drin ist, ist ein bisschen
Komisch, I don't remember what time Tom told me to meet him tomorrow. Das ist eigentlich keine gute Übersetzung. Ja? Das ja, heißt nicht genau das Gleiche, aber das ist das Problem eben auch von solchen Datensätzen, von solchen Copy. Wenn der Datensatz schlechte Übersetzungen enthält, dann kann natürlich das neuronale Netz das vielleicht auch nicht richtig lernen. In dem Fall führen wir es mal aus. Übersetzt er tatsächlich nicht das, was wir denken würden, sondern er übersetzt tatsächlich das, was er im Trainingsdatensatz hatte. I don't remember what time Tom told me to meet him tomorrow. Das heißt, es ist tatsächlich der Satz gelernt, der im Trainingsdatensatz drin war. Ja, was auch sonst. Okay, jetzt versuchen wir mal Dinge zu machen, die nicht im Trainingsdatensatz drin sind. Und ich habe nachgeschaut, diesen Satz mit wann ich mich treffe, den gibt es nur mit Tom. Insgesamt gibt es leider in dem Datensatz überhaupt nicht viele Namen. Es gibt eigentlich nur Tom und Maria, Tom und Mary im Englischen und alle anderen Namen nicht. Das ist natürlich schade. Wenn Sie einen richtigen Übersetzer bauen wollen, dann sollte der natürlich alle Namen, auch Sven, Adolf, Olaf und Friederike kennen. Dazu müssen eben aber natürlich zu jedem Namen mehrere tausend mindestens, ja, würde schon sagen mehrere tausend, vielleicht mehrere 10.000 Sätze drin sein, in denen dieser Name vorkommt, damit der Embedder lernen kann, dass das Namen sind, dass die austauschbar sind an ähnlichen Stellen von Sätzen. Das heißt, damit das Embedding von den aller Namen ungefähr gleich aussieht. Ja, Sie erinnern sich ans Embedding. Embedding heißt, die Nummer des Wortes, das Token des Namens wird abgebildet auf einen in dem Fall 256-dimensionalen Vektor, zu 256 Werte. Und alle Namen sollten in diesem 250-dimensionalen Embedding-Raum an der gleichen Stelle ungefähr sein, damit das Embedding aller Namen ähnlich ist. Das geht eben nur, wenn es viele Namen gibt. Wie gesagt, in dem Datensatz gibt es hauptsächlich Tom und Mary. Deshalb mache ich hier auch mal die Beispiele nur mit Tom und Mary. Wenn Sie das produktiv benutzen wollten, müssten Sie zumindest künstlich Sätze mit anderen Namen einfügen, also Tom durch einen anderen Namen ersetzen und dann den Satz nochmal trainieren, zum Beispiel. Das kann man natürlich machen, also Engineering vom Trainingsdatensatz. Okay, ich ersetze hier jetzt Tom durch Mary, beziehungsweise durch Maria, weil die beiden Namen kennt er und probiere mal, was da passiert. Und tatsächlich, jetzt übersetzt er natürlich nicht I don't remember when Mary told me to meet Mary tomorrow, sondern er hat eben dieses Him, das sich auf den Tom bezieht, das ersetzt er durch die Maria, durch die Mary. Ja, ist aber, ich glaube, viel mehr kann man auch nicht erwarten. Ja? Das ist trotzdem, finde ich, verblüffend, dass der Transformer erkennt, welches Wort, nämlich dieses Him, ersetzen muss durch ein neues. Das Beispiel schauen wir uns nachher noch etwas genauer an, um zu sehen, wie das zusammenhängt, wie das möglich ist. Ich habe jetzt einfach mal ein paar dumme Sätze kreuz und quer zusammengestellt zum Ausprobieren, ja, mit der klassischen Musik. Statt in meiner Freizeit habe ich im Auto geschrieben, ja. Fast der gleiche Satz, aber in meiner Freizeit durch im Auto ersetzt. Erkennt es der Transformer? Probieren wir. Perfekt. Ja. Also auch hier kann er in my free time durch in the car einfach ersetzen. Der Rest vom Satz bleibt gleich. Oder was ist, wenn wir noch weiter abwandeln? Tom hört immer gern klassische Musik im Auto. Jetzt muss er I durch Tom ersetzen. Kann er auch. Funktioniert auch noch. Also einzelne Worte ersetzen in einem Satz, der eigentlich auswendig gelernt ist. Das ist jetzt nicht mehr auswendig gelernt. Ja, oben die Sätze, da haben wir schon gesehen, Overfitting. Ja? Selbst die etwas krumme Übersetzung lernt er einfach auswendig. Das hier konnte er nicht auswendig lernen, weil das steht das Auto drin, das im Ursprungssatz nicht drin war, und da steht der Tom drin, der im Ursprungssatz nicht drin war. Also, übertragen auf ein neues Problem. Ja, meine Tante gibt es auch nicht mit dem Auto.
Aber my aunt is wearing a green dress in the car. Perfekt. Meine Tante trinkt gerne Kaffee mit Maria. Gibt es auch gar nicht in der Art im Trainingsdatensatz. Funktioniert. My aunt likes coffee with Mary. Ich würde vielleicht sagen, likes drinking coffee with Mary, aber da muss man jetzt wieder schauen, wie steht es im Trainingsdatensatz drin. Ja, wenn im Trainingsdatensatz eben Tom likes coffee übersetzt ist mit Tom trinkt gerne Kaffee, dann lernt eben der Transformer das genauso auch zu machen. Probieren wir das Ganze nochmal abgewandelt. Mein Chef trinkt gerne Kaffee, mein Boss likes coffee. Ja, also sieht so aus, als gibt der Trainingsdatensatz das so vor, dass Kaffee trinken like coffee einfach heißt. Und nochmal ein Satz, der auch ganz sicher nicht im Trainingsdatensatz drin ist. Mein Hund fährt das Auto in die Garage. My dog drives into the garage. Passt. Also, wir sehen eine verblüffende Performance unseres Transformers hier. Der kann tatsächlich Deutsch ganz vernünftig nach Englisch übersetzen. Wie gesagt, der Trainingsdatensatz ist viel, 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 viel zu klein. Echte Trainingsdatensätze sollten Faktor 1000, denke ich, mindestens größer sein, also viel größer. Vor allem diese Geschichte, die Fähigkeit, die Hauptfähigkeit dieses Dings besteht eben darin, einzelne Begriffe ersetzen zu können. Aber dazu müssen eben alle Begriffe, die gegeneinander ersetzt werden sollen oder können, potenziell, die müssen alle im Trainingsdatensatz häufig drin sein. Das heißt eben zum Beispiel die Namen, es müssen eben alle Namen, die es gibt, alle Namen, die sie übersetzen wollen, die müssen auch im Trainingsdatensatz mehrere tausend Mal drin sein und nicht nur Tom und Mary. Es müssen nicht die gleichen Sätze sein, es können andere Sätze sein, aber es müssen eben alle Namen mit dabei sein. Ich hatte Ihnen ja versprochen, noch einen kurzen Blick zu werfen auf dieses Problemchen mit Tom und Mary. Warum kann der Mary oder Maria im Satz ersetzen? Warum funktioniert das? Dazu habe ich den Satz mal rausgezogen und ich bilde mir als erstes mal die Tokens des deutschen Satzes, ja, mit dem deutschen Vokabular. Dann nehme ich einfach das in meinem Modell drin steckt. Da steckt ja das Vokabular mit drin, weil das Modell braucht es ja auch. Deshalb kann ich das hier nehmen. Und das gleiche mache ich mit meinem Y, also mit meinem englischen Satz. Das Y-Vokabular steckt auch in meinem Objekt drin. Mache zweidimensionale Tensoren draus. Und wunderbar, jetzt wissen wir nicht, wie die aussehen. Mal Y anzeigen lassen. Ja, Y ist ein zweidimensionales Array. 14 mal 1 groß ist nur eine Spalte, aber es ist eben trotzdem ein zweidimensionales Array. Fängt an mit dem Start-Token und hört auf nicht mit dem End-Token. Ja, natürlich nicht, weil ich jetzt End minus 1 gemacht habe. Ah, das End-Token habe ich weggeschnitten. Ja, okay, klar. Also das XY steckt man jetzt in unseren Transformer rein und ich zeige mir mal an, wie groß Alpha ist, weil ich möchte mir jetzt die Alphas anschauen. Die Attention-Faktoren, die will ich mir jetzt anschauen. Und Alpha ist, also eine Alpha-Matrix ist 14 mal 14 groß. Ich habe 8 Heads, also habe ich 8 von den Dingern. Ich habe eine Mini-Batch und deshalb ist die vierte Dimension 1. Okay, plotten. Ich plotte die mit dem gleichen Befehl, den Sie aus dem RNN-Tutorial schon kennen. Einfach eine Heatmap. Und als Beschriftung mache ich Ticks hier dran, X-Ticks und Y-Ticks. Da splitte ich einfach die Sätze. Das sind genau hoffentlich die beiden Sätze, die da oben stehen, damit ich die als Beschriftung an die Heatmaps dran bekomme. Und schauen wir mal, ob das geht. Ja, sieht gut aus. Also, das sind jetzt die Attention Weights. Und zwar eine Matrix, eine Ebene für jeden Head. Ja, dann macht es die Tiefe von 256 wird in 8 Teile gespalten und für jeden Head wird die Attention getrennt berechnet. Man kann die nicht wirklich sinnvoll zusammenzählen jetzt oder mitteln oder sowas, weil sonst verwischt man das, wie es ist. Man muss die eigentlich schon einzeln anschauen. Deshalb schauen wir uns
alle 8 Mal an. Ja, und wenn man so durchschaut, dann sieht man, okay, die Haupt-Attention, die liegt so schon auf der Diagonale, was vernünftig ist, denn irgendwie wird der Satz ja schon mehr oder weniger wortweise übersetzt. Und deshalb muss die Attention immer so sein. Die Attention wird auch sich nicht stark unterscheiden, je nachdem, ob ich Tom oder Mary da stehen habe. Denn Sie wissen vom Embedding her, oder die Theorie des Embeddings ist ja, dass die Namen, die irgendwie was Ähnliches sind, Namen, verschiedene Namen, die ersetzbar sind in Sätzen, die im gleichen Kontext vorkommen, die sollen im Embedding-Raum dicht beieinander liegen, ein ähnliches Embedding haben. Das heißt, das Embedding für Tom sollte ähnlich aussehen wie das Embedding für Maria. Sehr ähnlich. Der ganze Rest vom Satz sieht eh gleich aus. Das heißt, wenn wir mal überlegen, was produziert denn unser Encoder hier, der produziert sowohl für den deutschen Satz mit Tom als auch für den deutschen Satz mit Maria praktisch den identischen Encoder-State hier hinten. Ja, der Hidden State, der hier nachher in den Decoder geht, der ist praktisch identisch, weil der Satz ist fast gleich, sowieso. Und die eine Stelle, an der sich der Satz unterscheidet, das sind zwei Embeddings, Tom und Maria, die auch fast gleich sind. Das heißt, der Encoder-State ist eigentlich gleich, so gut wie kein Unterschied. Das ist mal der erste Grund, das ist wichtig, denn das sorgt dafür, dass der Decoder in der Lage ist, dass es dem möglich ist, diesen Satz zu übersetzen. Sie würden aber erwarten, beim RNN würden wir jetzt erwarten, wenn hier der gleiche Hidden State kommt als Input, dann würden wir erwarten, dass da auch der gleiche Satz hinten rauskommt. Dass ich also in Deutsch sage, wenn ich mich morgen mit Maria treffe und die Übersetzung wird aber wieder Tom enthalten, ja, weil aus demselben State muss ja der gleiche Output, derselbe Output wieder rauskommen. Wie kann sich das ändern? Es kann sich ändern im Transformer wegen der Attention. Schauen wir doch mal, worauf schaut denn mein Transformer genau an der Stelle, an der er den Namen produzieren muss. Ja, hier, wo er im englischen Satz Mary produzieren muss, können wir mal schauen, auf welchen Teil des Inputs ist denn die Attention? Und wir sehen hier mal beim ersten Head, da ist durchgehend schwarz, bis auf eine Stelle hier. Attention hier ist ausschließlich auf diese Stelle. Und was ist das? Das ist Maria. Und jetzt schauen wir mal im nächsten Head, da ist es noch extremer. Alles schwarz bis auf Maria. Nächster Head. Alles schwarz bis auf Maria. Nächster Head. Ja, nicht ganz so extrem, aber am allerstärksten trotzdem Maria. Nächster Head. Alles schwarz bis auf Maria. Nächster Head. Wieder nicht ganz so extrem. Da ist ich mich noch ein bisschen wieder mit drin, aber am stärksten Maria. Ich mich macht auch Sinn, ja, weil ich mich sind auch Begriffe, die vielleicht mit dem Namen ersetzbar sind. Ja, wenn ich mich mit mir treffen wollte oder sowas, ja, macht jetzt in dem Fall keinen Sinn, aber Maria liebt Julia, ich liebe Julia. Ja, also ich und Maria könnte auch austauschbar sein. Deshalb macht schon Sinn, dass manchmal vielleicht auch ein bisschen Attention zu dem Ich geht. Aber die allergrößte geht hier zu Maria. Schauen wir noch den letzten an. Da ist wieder alles schwarz bis auf Maria. Das heißt, der Hidden State, den wir hier haben, der ist praktisch identisch, aber in dem Moment, in dem mein Transformer hier den Namen produziert, da ist die Attention praktisch ausschließlich auf diese eine Position. Und das ist die Position, an der natürlich das Embedding oder auch der Output hier unterschiedlich ist. Weil das ist genau der einzige kleine Unterschied, den es gibt zwischen den beiden Input-Sätzen, ist genau an der Stelle. Das heißt, mit Hilfe der Attention kann tatsächlich dieses Netzwerk gezielt in gleichen Sätzen einzelne Worte ersetzen. Es übersetzt den Satz, sagt, oh, das ist der gleiche wie der, den ich gelernt habe. Er erkennt dann aber halt an der Stelle, muss ich was anderes machen. An der Stelle stimmt es nicht. Und so kann der Olli auswendig lernen und trotzdem einzelne Begriffe ersetzen. Und wie Sie oben gesehen haben, er kann das sogar nicht nur einmal, sondern er kann das natürlich auch mehrfach machen. Ich kann sowohl
Hier vorne, ja, bei klassischer Musik, ich kann die Freizeit durch das Auto ersetzen und ich durch Tom. Und das funktioniert immer noch. Und ich könnte auch auf die Art und Weise alle Worte ersetzen. Es wird immer noch funktionieren. Also, perfekt. So funktioniert das Ding. Das ist die Macht, die hier im Attention steht. Also die ganze Logik, die Intelligenz des Systems, die steckt in diesen Attention Rates drin. Das ist schon ziemlich verblüffend. Und ja, deshalb werden solche Transformer ganz speziell beim NLP, also bei der Natural Language Processing, verwendet, weil das da einfach perfekt funktioniert. Für andere Sequenzanalysen natürlich auch. Und es gibt auch neuere Ansätze, ganz neue Ansätze gerade, die zeigen, dass man eventuell mit ein bisschen abgewandelten Transformern auch die 10 ins schlagen kann, sodass vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft auch die Bildbearbeitung, die heute immer noch fest in der Hand der 10 ins ist, vielleicht irgendwann dann in die Hand der Transformer mit übergeht, weil die einfach, wenn sie auf das Problem passen, genial sind. Ja, Sie sehen es. Mit eigentlich einem winzig kleinen Datensatz, 200.000 Sätze einer Sprache sind nicht wirklich viel, kann das Ding wirklich schon verblüffend übersetzen. Gut, dann wissen Sie es jetzt und wie immer versuchen Sie es selber nachzuprogrammieren. Weil nur wenn Sie es selber programmiert haben, dann können Sie es auch. Okay, eigentlich sind wir ja schon fertig mit dem Tutorial, aber ich bin doch noch mal da, weil ich habe vorher zu Ihnen gesagt, der Transformer kann einzelne Worte ersetzen, er kann auch mehrere Worte ersetzen, er kann auch vielleicht alles ersetzen. Und das Spielchen wollte ich jetzt kurz mit Ihnen einfach noch mal machen. Ich gehe hier noch mal nach oben zu meinem Tom mit der klassischen Musik. Und ersetzt einfach noch ein bisschen mehr, ja. Ich sage Tom. Gerne im Auto zum Beispiel. Gucken wir mal, was passiert. Tom likes to sing in the car. Ja, ich habe jetzt statt klassische Musik hören, singen draus gemacht und das kann er wieder ersetzen und es passt. Dann probieren wir mal nochmal. Tom singt gerne in der Badewanne. Ja, wir ersetzen nochmal wilder. Tom likes to sing in the bathtub. Ja, also Sie sehen, das funktioniert. Und das ist alles nur die Attention. Das ist, ja, denken Sie an die Mary und an die Maria. Da werden einfach die einzelnen Positionen auf den richtigen Input gelenkt. Und so können Sie damit spielen und das Ding kann übersetzen. Ja. Ich hoffe, Sie sind ähnlich sprachlos wie ich. Tschüss.